Hallo Burkhalde, hallo Welt. Wir sind noch da. Da sind wir wieder. Immer noch. Immer noch. Wir haben ja nicht so viel gemacht. Liegt an Matze, der hatte keine Lust. Ich habe überhaupt keine Lust. Nein, hat mit ihm nichts zu tun, hat was mit mir zu tun. Ich bin halt nicht ganz gesund. Aber ich hoffe, ich krieg's wieder hin. Und deswegen sind wir ein wenig rar. Genau, aber wir wollen euch ja nicht ganz aus dem Jahr entlassen, ohne dass wir uns nochmal gemeldet haben. Meine Stimme ist so krächzig, so wie immer. Ja, du redest so selten. Das ist wahrscheinlich, oder? So. Ja, wir wollten, was wollten wir sagen? Wir wollten sagen, dass in Kürze Weihnachten vor der Tür steht, wie jedes Jahr. Und das kommt plötzlich und unerwartet, wie jedes Jahr. Auch. Genau. Und damit die Kinderchen auch was zum Weihnachtsfeste geschenkt bekommen, dürfen sie wieder ihre Wunschzettel beim Weihnachtsmann vorher abgeben. Richtig. Und das ist diesmal in diesem Jahr am 9.12. ab 16 Uhr bis 18 Uhr höchstwahrscheinlich. Circa, ja. Vor dem großen Weihnachtsbaum. Steht der eigentlich schon? Nein, der kommt vermutlich nach dem letzten Novemberwochenende. Mhm. Und da haben wir dann wieder unseren Musikus und die Weihnachtsengel, ja, und ein paar Süßigkeiten für die Kiddies. Und das ein oder andere Heißgetränk wird es geben. Genau, wir schauen mal. Um die Wartezeit zu verkürzen. Jo. Und da freuen wir uns schon drauf und das lassen wir uns jetzt auch noch nicht nehmen, trotz Krankheit. Und selbst wenn es nicht gehen sollte, gibt es dann... Nee, gibt keinen Zweitweihnachtsmann, gibt nur einen. Gibt nur einen. Ja. So. Und auf der Webseite mediengruppe-burkheide.de ist die Veranstaltung auch noch dokumentiert. Mhm. Und dort ist auch schon ein Dankeschön für die bereits gespendeten Süßigkeiten hinterlegt. Dankeschön. Dankeschön. Ja, also eigentlich müssen sich hier die Kinder bedanken, oder? Aber beim Weihnachtsmann. Beim Weihnachtsmann. Naja, so in. Machen wir. Ja. Ja, und dann ist ja dann eine Woche später Weihnachtsmarkt im Waldbad. Am 16.12. Am 16. Und wann geht's da los? Da geht's Punkt 15 Uhr mit der Eröffnung los. Und wie immer gibt es dann ein kleines Rahmenprogramm auf der Bühne von 15.30 Uhr, nachdem die Bläser dann fertig sind mit ihrem Einsatz. Circa 15.30 Uhr kommt die Schule und die Trommler sind da und der Max singt auch wieder eine Runde. Und bis natürlich zu der super duper Feuershow am Ende. Ja, also umfangreiches Programm wie immer. Viele Stände, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken wird es geben. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. Gut, was gibt es sonst noch dieses Jahr? Nix. Dann kommt Arbeitseinsätze war jetzt gewesen. Arbeitseinsatz hat man gerade durch am 18. Mal gucken, ob wir noch im Waldbad da noch einen hinzaubern können oder nicht. Plane mal bei Regen. Also zumindest hatten wir am Wochenende sehr schönes Wetter beim Arbeitseinsatz. Und auch einige Sachen gefunden, die nicht so schön waren, wie drei kaputte Dachziegeln oben auf dem Dach, die jetzt noch ausgetauscht werden müssen. Ach so? Ja, sollte man gar nicht meinen. Wie sind die denn kaputt gegangen? Tja, ich weiß es nicht. Dann die großen, schweren sind auf dem Dach rumgepoltert oben. Darf ich jetzt nicht sagen. Nein, über die Jahre passiert sowas. Mhm. Ganz normal. Ja, und dann sind wir mit den Veranstaltungen jetzt. Im Januar ist dann am 2. Januar-Wochenende, glaube ich, dann die Ditzel Eisbahn. Das ist irgendwo das Richtung. Ist am 1. Januar, oder? Das ist nicht mehr am 1. Das verschiebt nicht sich. Mehr am 1. Nein, es verschiebt sich um eine Woche später, also auf das nächste Wochenende nach dem 1. Okay. Genau, das schon mal als Hinweis. Mhm. Ja, und dann macht es ruckzuck und dann ist wieder Waldbadsaison. Also, das geht dann ganz schnell. Wie immer. Gut. So. Ja, ich habe nichts außer. Das war's erstmal, ne? Dass wir uns. Also kann sein, dass wir uns noch mal melden dieses Jahr. Aber das lassen wir uns offen. Genau. Dann machen wir uns mal überhaupt keinen Stress. Ja. Auf jeden Fall grüßen wir ganz herzlich von hier aus. Mit einem Winke-Winke. Und falls wir uns hier an der Stelle nicht mehr sehen, kommt gut durch die Vorweihnachtszeit. Genau. Und vor allem auch unfallfrei ins neue Jahr.
Oh, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns dabei nochmal. Und viel Schnee zu Weihnachten würde ich mir ja wünschen. Nicht so viel Regen. Obwohl ich gerade so viel nicht ab kann. Hm. Aber wir gucken mal. Okay. Dann. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lutze. Und Matze. Tschüssi.